Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman Return to Arkham, Arkham Asylum. Und ja, Leute, momentan internetmäßig sieht es folgendermaßen aus. Techniker war da und es muss ein Kabel gelegt werden. Heißt also, es kann noch ein bisschen dauern. Bis nächste Woche. Und die Spur hört auf. Aber da vorne sieht es danach aus, als wären weitere Fingerabdrücke her. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel! Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Sis? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihnen wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Ja, hätten wir das hier schon mal. Jetzt müssen wir wieder raus und Dr. Young vor Cess retten. Das war nicht geplant, aber naja. Ich kann nicht glauben, dass du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät zu Alfred. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. Ganz ruhig, Lady. Oh Gott! Bitte, dafür gibt's keinen Grund. Bleib, wo du bist. Ich schieße. Ich gebe ihnen was. Oh, Daddy! Tom! Oh Gott! Oh Gott, Tom! Bleib sie still, Lady. Ruhe jetzt. Gehen Sie weg von mir! Lauf! Mami!
Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft schon. So ein Junge mit so viel Geld, dem wird's schon gut gehen. Sei still, sofort. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Was war das? Alles klar. Scarecrow ist wieder bei uns. Das hätten wir anders gedacht. Wie haben wir dich vermisst? Da bist du ja. Alles klar. Das war ein bisschen zu voreilig. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Dein Verstand wird wie Glas zersplittern.
Ich mach dich fertig. Ja. Okay, alles klar. Das wird doch nicht so einfach, wie ich dachte. Da brauchen wir richtiges, gutes Timing. Wow, was war das? Jetzt haben wir das Timing. Jetzt müssen wir noch warten, bis er nach links schaut. Von ihm gesehen nach rechts. Und dann können wir ganz entspannt ihn anvisieren. Alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Da bist du ja. Wiederkehrender Albtraum. Wo sind wir jetzt? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wo wir überhaupt hin müssen? Abgeschlossen. Ich muss einen anderen Weg nach unten finden. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Du bist doch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Was redest du da?
Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Du Monster! Du gemeines und wird darunter geputzt. Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter! Hilfe! Warum hilft mir der Keiler? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Aber wir haben es beendet und das ziemlich schnell. Der Einzige, der zuschlägt, ist Batman. Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mit Hilfe eines Codesequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. So Leute, ich würde mal sagen, wir folgen der Spur und dann... Wow, okay. Zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Tja, zu spät gemerkt. Wisst ihr Leute, ich bin momentan so ein bisschen angepisst wegen Internet. Dass das Ganze sich um eine Woche verschiebt und selbst dann vielleicht noch, weil erst ein Kabel gelegt werden muss vom Elektriker. Das ist echt zum Kotzen.
Und dazu kommt noch, ich habe die ganze Woche Spätschicht, Leute. Heißt also, das ist noch eine ordentliche Zeit, die wir warten müssen. Beziehungsweise ich warten muss, überhaupt Internet zu haben, um überhaupt wieder zu streamen. Das kotzt mich so ein bisschen an. Deswegen sorry, dass ihr meine Laune so mitbekommt. Dass ich so ein bisschen still bin, sage ich jetzt mal. Wo müssen wir lang? Hier lang. Aber eigentlich sind wir daher gekommen. Also müssten wir hier lang. Lass mich los, du verrücktes Miststück! Shabi hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mami. No! Hey, Bats, kommst du auch auf die Party oder was? So Leute, bevor wir jetzt weitersuchen, sage ich erstmal hier auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten, danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein, adiada, adiados, wir sehen uns im nächsten Ross, also macht's gut und haut da rein, vielleicht fällt euch ein Like dazu ein, bis zum nächsten Mal, haut da rein und ciao ciao.